ist Samstag, 5. Januar. Ich hol mir erstmal einen Chai. Samstag, 5. Januar und heute ist das Event. Die letzten zwei Tage sind wir durch die Dörfer gezogen und haben Aufmerksamkeit kreiert. Heute ist das Event. Es ist laut und es sind sehr, sehr viele Leute da. Es hat gerade erst begonnen und die Leute stehen hier Schlange ohne Ende. Ich würde schätzen, wie viele Leute sind das? 200-300 Leute? 200-300 Leute sind bestimmt da. Und alle wollen eine medizinische Behandlung bekommen. Und das sieht hier so aus. No Hindi. Das sieht hier so aus, dass die Leute hier Schlange stehen. Und dann hier vorne ihre erste Eingangsuntersuchung bekommen. Ein kleines Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dann gehen sie hier in den Raum, wo Ärzte und Optiker sind. Es ist sehr dunkel hier. Und hier kriegen die Leute eine Augenuntersuchung. Und von da aus geht es dann weiter. Das ist eine alte Highschool. Auch mit Seecharts an der Wand. Und von dort aus geht es dann weiter. In diesen Raum hier. Und in diesem Raum gibt es Medikamente, Augentropfen, nähere Augenuntersuchungen und vielleicht auch die Einteilung zur OP. Das ist das Schwester Ajma. Preparing the Augenspüle. Genau. Und hier, wie ihr seht, auch Ärzte, die die Augenspülung vorbereiten. So, und dann die Patienten, die für die OP geeignet sind, die Katarakt-OP, die werden heute Abend in unseren Bus eingeladen. Hallo. Hallo. Kimunachen. Hallo. Die werden heute Abend in den Bus eingeladen und die nehmen wir mit zum Shish-Hospital. Wir werden wahrscheinlich Platz für so circa 30 Patienten haben. Die kommen direkt mit und die anderen kriegen. Und die anderen kriegen dann Termine für die nächsten Wochen. Oh. Wohin? Excuse me. Wir kriegen die nämlich. Die Brillen kostenlos. Das heißt, die gehen vorher, lassen sie auch ihre Augen checken und kommen danach hier vorne zu Nashi. Nashi? No. Nunu Munu. Nunu Munu. Und bekommen dann passende Brillen gratis. Genau, hier kriegen die Leute dann ihre Brillen bei Nashi. Der versorgt die. Und sie kriegen sie auch Upgrades für ihre Brillen, wenn sie schon Brillen haben. Das verändert sich immer so ein bisschen. Schwester Rabea, weil die Papierkram vor. Alles sehr, sehr gut durchorganisiert. Also, wir halten sich auf dem Laufenden. Ich weiß gar nicht wo, auf jeden Fall werden sie von den Schwestern zugeschnitten und dann immer in diese Schachtel gepackt. Und dann werden die Brillen eben abgepasst und Patienten ausgelöst. Bei der Kinder. Also ich muss mich korrigieren. Diese Brilleneinlagen werden nicht von den Sistern gemacht, sondern geliefert in einem Shop aus Kalkutta. Aber sie sind auf jeden Fall, ich würde mal tippen, handgemacht, weil sie zum Teil cool cheap sind. Aber sie erfüllen ihren Zweck. Also was wir gerade machen ist, wir machen die präoperative Untersuchung für die Kataraktoperation. Das sind jetzt alles Patienten, die morgen eine Katarakt-OP bekommen sollen. Ich checke einfach immer noch vorher die Augen. Dann will ich mir kurz sagen, wie die Temperatur ist, ob wir Fieber haben. Jetzt hier das. Ich kann hier nur das Gröbste machen, wie gesagt. Puls,
check ich kurz, wenn der zu schnell ist und vor allem der Blutdruck dabei ein bisschen zu niedrig ist, wäre das ein Hinweis dafür, dass der Patient vielleicht nicht fit für die OP sein könnte. Blutdruck haben schon die Kollegen im Grunde gemacht. Der hat jetzt einen ziemlich hohen Blutdruck, 150 zu 100. Nichts, was ihn wirklich abhält, davon die OP machen zu können, aber dazu höre ich mir das Herz auch noch genauer. Ja, beim Herz höre ich vor allem darauf, ob es irgendwelche Geräusche gibt, abnormale Herzgeräusche, die für eine Klappenfehlfunktion oder eine Herzdysfunktion stehen können, die sie von der OP abhalten könnten. Und worauf ich auch immer höre, ist, ob der Puls ein bisschen schneller wird, wenn der Patient einatmet. Weil das generell, wenn das so ist, ein gutes Zeichen dafür ist, dass er fit ist und eine gute Herzratenvariabilität hat. Das sind so die gröbsten Sachen, die wir hier machen können. Ich notiere mir das und alles. Ich schreibe jetzt auf zum Beispiel, dass er keine Atemschwierigkeiten hat, dass er kein Fieber hat, dass er keine auffälligen Herzgeräusche hat. Wenn er auffällige Herzgeräusche hätte oder vielleicht so einen Arrhythmus, wir hatten vor zwei Patienten vorher mal jemand dabei, der hatte einen unregelmäßigen Herzrhythmus, dann geht es dann darum, dass wir morgen nochmal vor der OP ein EKG machen, um dann nochmal auszufüllen, ob vielleicht jemand wirklich nicht fit ist für diese, auch wenn es eine relativ risikoarme OP ist, für diese kleine Katarakt-OP. Ja, also dieser Patient ist fit, er hat keine Atemschwierigkeiten, er hat kein Fieber, er hat keine Herzprobleme, die ich hier erkennen könnte. Deshalb ist er fit für die OP morgen. Dikachi! Hey, Laien, gute da, Laien, gute da. Wie spät es ist, aber wir haben jetzt schon 211 Brillen kostenlos ausgegeben. Nein. Meine Aufgabe ist es, die Brillen-Etuis mit den Tüchern zu verpacken und die Zettel weiterzureichen. Jeder das, was er kann. Ne? Wir sind jetzt hier fast fertig. Es ist gegen Sonnenuntergang jetzt, die Sonne geht gerade unter und wir mussten die Türen zumachen, obwohl noch ein paar Patienten da waren. Es sind noch ein paar Patienten da, aber wir mussten leider die Tore schließen, weil wir reinpacken müssen, dass es gleich dunkel wird. Anni hat heute bei der Brillenausgabe gearbeitet. Wie viele Brillen sind denn losgeworden? Also jetzt gerade 291. Ich würde mal tippen, wir kommen so auf 315 oder so. Ja, ca. 315 Brillen. Die alle nur im Endeffekt durch Spenden möglich waren. Hier gab es eine lokale Frau, die 400 Brillen gespendet hat. Dadurch konnte man sich leisten, heute die ganzen Brillen auszugeben. Ich war heute bei der Voruntersuchung für die Katarakt-OP, für die Operation des Grauen Stars. Und da haben wir heute ca. 35 Patienten eingebucht für die Graue Star-OP. Und hier seht ihr auch gerade den ganzen Jeep voller Patienten. Alles voll. Mit Leuten, die jetzt gerade unterwegs sind Richtung Krankenhaus, die Operation für den Grauen Star zu machen. Die sind also die ganze Nacht über da, wo wir auch sind, und morgen früh kriegen die ihre Operation. Da werden wir vielleicht auch nochmal reinschauen.